Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Fragda und ich bin in Kaiser 2. Das ist ein Freeware-Remake. Also Freeware ist nicht so ganz richtig, aber es gibt eine Freeware-Demo-Version und da kann man sich, keine Ahnung, ich habe jetzt nur die Demo-Version runtergeladen. Da stand gerade was von Freischaltcode. Kann sein, dass man das auch irgendwie kaufen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe das auf so einer Seite entdeckt, weil das ein Remake ist von Kaiser und das war eben ein großer Spieleklassiker vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich habe mich die Tage mit Piper aus dem Infrakta-Clan unterhalten über Spieleklassiker. Das ist auch so ein alter Silberrücken wie ich, was Zocken, also generell was Zocken auch angeht. Lustigerweise auch ein Kamerad aus der Bundeswehr. Also mit dem ich nicht gedient habe, weil er hier bei den Schlauchbootfahrern ist. Über die wir uns mal so ein bisschen lustig machen. Ja, sie können nichts dafür. Sie tun es ja leid, dass sie irgendwie nur noch so drei halb verreckte Boote haben und so ein Ding, das ab und zu mal untergeht, aber gewollt, so ein U-Boot. Und vielmehr auch nicht mehr da ist, ja, die große deutsche Flotte. Wobei natürlich immer die große Frage ist, für was zahlen wir eigentlich immer noch Schaumweinsteuer? Die wurde ja ursprünglich eigentlich eingeführt und auch wirklich bezogen darauf auf die deutsche Schlachtflotte. Ja, eigentlich zahlen wir Steuern, jedes Mal, wenn wir eine Flasche Sekt oder Champagner etc. kaufen, also alles Schaumwein kaufen, zahlen wir eine Steuer an den deutschen Staat, mit dem eigentlich die deutsche Schlachtflotte finanziert werden soll. Ich frage mich, wo diese Flotte ist. Aber wir fragen uns bei vielen Steuergeldern, was damit eigentlich wirklich passiert. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir uns über Games unterhalten, über alte C64-Spiele, über Amiga, Atari-Spiele. Und da haben wir uns auch über Kaiser unterhalten. Und er spielt das auch noch sehr gerne. Und er hat gemeint, ich habe ihm gefragt, der Games erschien viel zu wenig Klassiker. Na, ich meine, hast du völlig recht. Ich habe dann jetzt beschlossen, okay, ich gucke jetzt mal. Hm? So, jetzt gucke ich mir jetzt mal Kaiser 2 an. Das ist ein, ich glaube, es gibt zwei Remakes zu Kaiser. Das ist auf jeden Fall eins davon. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, Moment, erstmal. Ich bin der Monke Giacom und ich komme aus Preußen. Also komme ich nicht wirklich, eigentlich werden das auch richtig. Ja, aber ich will Preußen spielen. So, egal. So. Endlosspiel, passiv, Rekord, scheißegal. Machen wir mal. Genau. So, und dann sind wir im Spiel. Und viel mehr wird jetzt auch im Prinzip nicht passieren. Also, falsch, aber wir klicken uns die meiste durch Bildschirme mit Textangaben. Weil ihr müsst euch überlegen, es ist halt echt schon sehr lange her und damals hatten die Spiele jetzt grafisch und die. Ich verwende jetzt das Wort Computer trotzdem. Und die Computer hatten halt auch nicht, wirklich nicht die Power, jetzt hier großartige Grafikfeuerwerk abzufeuern. Das ist eh erst spät gekommen. Ich weiß nicht, ich hatte noch ganz lange. Ich hatte erst einen Monochrom, dann hatte ich einen EGA-Bildschirm an meinen PC und an den anderen Dingen, die hingen eher am Fernseher dran. Und der erste richtige VGA und dann SVGA-Bildschirm, boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Mitte der 90er ging das eh erst los mit den Grafikbeschleunigern, oder? 93, 94, weiß ich gar nicht mehr genau, wann das losging hier mit den Voodoo und wie sie alle hießen. Da fing das erst so langsam an mit echter 3D und so Geschichten. Beziehungsweise erst ja die 2,5D hier zum Beispiel bei Duke Nukem. 3D, obwohl das 3D, wie gesagt, eigentlich nicht stimmt. Und dann danach erst. So, egal. Auf jeden Fall ist das trotzdem ein großer Klassiker. Das ist halt etwas typisch Deutsches irgendwie gewesen. Wirtschaftssims. Das, ich weiß nicht, das hat sich, ich wüsste jetzt nicht, dass außer von Deutschland irgendein Zockererfolg jemals sich so begeistert hätte für Wii-Sims wie die Deutschen. Sei es Hanse, sei es Patricia, sei es Kaiser, sei es die ganzen Industrie, also Gigantspiele, die Kapitalismus, wobei Kapitalismus aus USA gewesen. Oder zumindest englischsprachig. Stimmt, das ist jetzt mal ein Beispiel gewesen. Aber auch generell so, auch Anno, Siedler, das ist so dieses Wirtschaftskreislauf aufbauen und sowas, Kohle machen, das ist scheinbar irgendwie so unser Ding immer gewesen. Und auch Mikromanagement.
Das ist zum Beispiel schön gewesen bei den Testbewertungen, zum Beispiel von der Nordland-Trilogie. Ich glaube, der erste oder zweite Teil war es, der in der USA total durchgefallen ist, weil die Amis das überhaupt nicht nachvollziehen konnten, dass die Deutschen es total geil finden, sich darum zu kümmern zu müssen, dass die essen und trinken und krank werden und ein Dach über dem Kopf haben und ein Zelt dabei und Schlafsack. Dieses Mikromanagement, das ging denen total ab. Ne? Also die kannten ja so Wizardry und diese ganzen anderen Mighty Magic und sowas. Und da brauchte man all das nicht. Die wuselten rum. Die brauchten keinen Schlaf, die brauchten nichts zu essen. Die haben halt gekämpft, haben so einen Heiltrank. Und damit hatte sich das Thema. Dass wir Deutschen da total geil drauf waren, dass man da wirklich Rollenspiel macht, das ging denen total. Ja? So, also Ereignisse im Jahre 1499, das herrscht Sauwetter. Ernte, verfaultes Korn, ja, toll. Korn kaufen, Korn verkaufen, Land kaufen, Kreditaufnahme, Land verkaufen. Sie besitzen 14.000 Taler, 9.500 Hektar, so 21% bebaut. Überschuss an Korn, das ist toll. Nötiges Korn ist 5.000. Kornpreis ist eigentlich ganz anständig, gell? Was? Ja, ein bisschen Hektar kaufen wir mal. Staatseinkäufe, ihr Besitz, Kornmühlen, Marktplätze, Gehöfte, Straßen, Gendarmen, sorgen für die Ordnung, halten Unruhe in Grenzen. Wenn ich mich richtig entsinne, waren die Marktplätze und ich bei den Kornmühlen weiß ich mehr ganz genau, war das abhängig? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die Zahl der Marktplätze ist davon abhängig, wie viel Hektar Land man hat. Oder von den Gehöften. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ewig her und ich habe jetzt kein Testspiel oder so gemacht. Ich habe das mir jetzt runtergeladen, installiert und gestartet. Ja. So. Staatsausgaben. Ja, Militär kann man auch haben, ist jetzt allerdings nicht wirklich relevant im Spiel. Im Prinzip gewinnt man einfach, wenn man das meiste Land hat. Wenn ich mich richtig entsinne. Entsinne oder erinnere. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Obligationen. Okay. Innenpolitik. Steuern 15%, Justiz 3, Stimmung im Volk, Zölle, Sozialausgaben. Sehr schön. Militär braucht man nicht. Kriegsende Friedensvertrag braucht man nicht. Null Menschen verhungerten, Jahresbericht, 22 Menschen wurden geboren, hervorragend. 27 starben natürlichen Todes, schlecht. Ne? Wir haben kein Wachstum. Aber dafür haben 31 Zuwanderer, das ist natürlich nicht schlecht. 12 sind wieder weggegangen. Trotzdem, insgesamt haben wir dadurch einen Zuwachs gehabt. Ah, das ist der Unterschied, okay. Okay. Das herrscht immer noch Sauwetter. Und das Korn verfault. Das ist so scheiße. Der Kornpreis hat sich verändert. Ich nehme an, wegen dem Sauwetter, oder? Wir haben zu wenig Straßen, wurde mir gesagt. Machen wir mal. Sagen wir mal nicht geizig. Infrastruktur ist wichtig. Auch wenn das natürlich langfristig wieder kosten wird, aber gucken wir mal.
Ja, machen wir mal. So, brauchen wir immer noch nicht. So, drei Menschen sind verhungert. Schlecht. Warum verhungern Menschen? Wir haben doch Überschuss an Korn. Es wurden 21 geboren, 24 sind gestorben, 26 sind gekommen, 11 sind gegangen. Ja, trotzdem Bevölkerungswachstum. Sehr schön. Sehr schön. Unsere Einnahmen sind gewachsen. Offensichtlich war das mit den Straßen eine gute Idee. Und Kornmühlen werfen ganz gut ab. Es herrscht gutes Wetter. Toll. Ah, alles klar, der Kornpreis fällt in den Boden. Ich kaufe mal noch Kornmühlen. Ausgaben. Toll. Trotzdem. Sehr schön. Und wieder schlechtes Wetter. Okay, wir haben nicht genug Korn. Das heißt, wir müssen Korn kaufen. Wenn wir ein netter Landesvater sein wollen und nicht wollen, dass die Bevölkerung verhungert. Wir haben knapp 3000 eingefahren. Ah, dann holen wir mal 4000. Ah, wir brauchen noch Straßen, hieß es ja. Okay. Sehr schön, wir haben wieder Bevölkerungswachstum. Und wir besitzen jetzt 13.000 Taler, das war also alles in allem, hat sich das auch rentiert. Sehr schön, die Kornmühlen werfen ganz gut ab. Oh, unsere Ernte ist echt schlecht, wir brauchen Land. Und wir müssen auch wieder Getreide kaufen. Kornpreis wieder gestiegen. Hey, das ist ja mal nett. Wir wachsen beide. Und es wirft ganz gut Geld ab. Aber da ging doch noch mehr, oder? Wir müssen mehr Land kaufen. Sehr schön. Ja, und in den Taler läuft es soweit auch ganz gut. Aber wir haben echt viel zu wenig Erde. Krummel, krummel.
Wir kaufen jetzt. Mal ein bisschen Hektar dazu. Ach so, wenn wir das Land bebauen. Oder? Kann das daran liegen, dass wir dadurch halt Ackerfläche verlieren? Unruhig. Hui. Schlecht. Ich tue ja, was ich kann. Ach so, wir haben nicht genug Soldaten. Deshalb. Okay. Was? Wie schlechte hygienische Verhältnisse? Müssen wir sofort ein Gesetz erlassen, dass ich alle häufiger wasche? Ich hätte gern mehr Soldaten. Ja, immerhin, wir wachsen noch, wenn auch langsam. Jo, das passt soweit auch. Super, ich bin jetzt der Baron Mongoziakon von Preußen. Ja, wunderbar. So, also das ist Kaiser. Ja? Viel mehr passiert da jetzt erst halt gar nicht, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ich weiß, es ist ein einfaches Visum gewesen, aber es ist gar nicht so leicht, ja. Gerade wenn man für höheren Schwierigkeitsstufen spielt. Ich habe jetzt ja noch einfach genommen und je höher man kommt, also vom Rang werden will und so, das ist ja viel Glückssache, ja. Ja, wie auch immer. Also das ist jetzt erstmal Kaiser 2 als Remake und aber gab es da nicht eine Karte vom Land irgendwo? Also, ups, schlecht. Wenn uns jetzt wahrscheinlich die Leute. Ach doch, genau, da ist es. Ich wusste auch, irgendwo gab es ein Land. Es hat halt noch nicht viel, gell? Aber das ist jetzt schlecht. Jetzt werden wahrscheinlich Leute verhungern. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das ist natürlich jetzt bitter, gell? Ich habe halt kein Korn gekauft. Gut, das hat uns natürlich auf der anderen Seite auch wieder Geld gespart. Na, ah, sehr schön. Ja, wie gesagt, also das war jetzt noch die Karte. Ich wusste nicht noch, irgendwie hatte ich im Hinterkopf, da gab es dann noch irgendwie so eine Karte, wo man sieht, was man baute, irgendwie so ein bisschen. Naja, wie auch immer. Okay, also Kaiser 2 ist, wie gesagt, das ist ein. Ich glaube, es gibt zwei Remakes. Ich bin mir mit ganz sicher. Auf jeden Fall ist das ein Remake eben von Kaiser. Damit hier Gruß an Piper von den Fracta. Ich habe wieder einen Klassiker aufgenommen, wenn auch als Remake, aber. So, auf jeden Fall ist damit jetzt auch hoffentlich ein Klassiker, auch im Fracta Games Archiv gelandet und der Clan ist stolz auf mich. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Macht's gut. Tschö.